Der Herzog besaß auch ein richtiges Theater. Eines für die schönen Künste. Seine Oper, sein Orchester und Ballett waren von europäischem Rang. Für ein Schauspiel musste ein Mann zuerst durch die sogenannte Hölle. Mit einem Wellbaum, Seilzüge und 3 Kilometer Hanfseil brachte man schon damals eine Fantasiewelt in Gang. Bis sich für ihn diese Welt wieder bewegte, dauerte es Jahre. Denn im Barocktheater waren längst die Lichter aus. Als Zimmermann kam er ins Schloss. Als Restaurator ist das Theater heute sein ganzer Stolz. Mit kriminalistischem Eifer, einem Gespür fürs Detail und einer großen Portion Hoffnung begann er mit der Rekonstruktion. Das Theater der Illusion entpuppte sich selbst als eine Illusion. Gebaut aus Holz, Pappe und bemaltem Papier. Schon allein die Materialien sind lebendig. Wenn man hier reingeht und man ist allein, man hört sogar reden. Ich kann nicht sagen, habe ich das Theater gefunden oder hat das Theater mich gefunden. Es ist auch mehr wie bloß ein Beruf. Es ist Leidenschaft. Er brachte die kunstvollen Klänge zurück auf die Bühne. Nach historischen Plänen rekonstruiert, erklingt nun wie der Regen. Der Wind, theatralisch in den Kulissen. Über ein Jahrhundert verstaubte der Kulissenschatz auf dem Dachboden. Nun taucht er die Bühne erneut in den Verwandlungszauber. Bis zu 16 Kulissenbilder lassen sich verschieben. Vom roten Salon bis zum dunklen Verlies. Wie zu höfischen Zeiten reicht dafür ein Mann. Sekundenschnell. Wie von Geisterhand gleiten die barocken Szenerien ineinander. Ein spektakuläres Theater der Kulissen. Das Kleinod hat dem Theatermaschinisten längst neue Welten eröffnet. Für mich war das vorher ein Fremdwort, vor allem auch die Kunst vom Theater, die Oper, das Ganze drumherum war für mich eine Welt, wo es so für mich nie gegeben hat. Ich sehe auch jetzt eine italienische Oper anders wie vorher, wo ich nur grausam gesagt habe. Ich horche mir es jetzt an. Jetzt sehe ich es anders. Sein neuester Stolz kommt aus dem Theaterhimmel. Der barocke Wolkenwagen. Früher genutzt für effektvolle Auftritte seiner Majestät. Heute wieder da für die Theaterdarsteller. Noch gilt es einiges zu entdecken. Er wird nicht ruhen, bis papierne Wellen sich wieder wiegen, Götter schweben und Dämonen in die Hölle stürzen.